Baufällig und dreckig. Wer hier aufs Klo muss, lebt gefährlich. Brummifahrer Jochen und seine Erlebnisse beim Europa-Raststättentest. Außerdem, guten Abend, Mike Petri ist finanziell am Ende. Sein Billigmarkt steht kurz vor der Pleite. Kunden bleiben weg und die Schulden wachsen ihm über den Kopf. Einzige Rettung? Ramschkönig Alex Walzer. Doch der knöpft sich nicht nur Mikes Billigmarkt vor. Und jetzt der große Europa-Raststättentest. Passend zum Beginn der Herbstferien. Schnell raus aus diesem Schmuddelwetter. Am besten ins benachbarte Ausland. Doch Vorsicht, wenn Sie an eine x-beliebige Raststätte fahren, wo Sie auf den typischen Urlauberstrecken besser nicht halten sollten. Das verrät unser Lkw-Fahrer und Imbiss-Experte Jochen. Oder Sie fliegen weg, zum Beispiel einen Kurztrip ins sonnige Istanbul. Temperaturen gerade dort über 20 Grad. Unsere Reporter testen heute für Sie die türkische Metropole. Shoppingparadies oder teures Pflaster. Und gleich verrückte Männer in ihren verbeulten Kisten. Gleich mehr davor spielen wir Superzoom. Sagen Sie uns, was ist denn das hier? Willkommen zurück mit Aufregung bei Raps Stockcar Challenge. Nach einem dramatischen Unfall muss Rapper Sido ins Krankenhaus. Dabei hätte er eigentlich gar nicht antreten dürfen. Das war's von uns. Morgen ist meine liebe Kollegin Simone Panteleit für Sie da. Einen ganz kuscheligen Abend noch. Jetzt mit Anna und die Liebe. Tschüss.